Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, neue Quest, neues Glück, ist dringende Quest. Heute der Bizune. Und Sunny wird wahrscheinlich in den ersten paar Sekunden wieder sterben. Wollte ich nicht heute eigentlich mit Knarre wieder? Ach egal, sind wir halt alle im Nahkampf. So, okay, wir haben beide alle Käfer, ne? Ja, ich hab zwei. Let's go, werfen wir sie! Seht ihr dann nachher in der Aufnahme. Ich bin gerade nochmal. Ich guck mal, dass ich an die Notiz da oben rankomme. Hast du alle geworfen? Ja, ich hab meine raus. Ich auch. Hat nicht. Also es ist kein Regenbogen geworden. Wir hatten so die Hoffnung, wenn man alle Käfer wirft, dass dann das Vieh zu einem Regenbogenmonster wirft. Meiner. Wenn ich die Marionettenspinne schon habe. Irgendwo ein Viech in der Nähe, wo ich ihn hinlotzen kann. Nicht so wirklich. Das hat wunderbar funktioniert. Nicht. Sunny ist wieder irgendwo. Er kommt gleich von oben auf vom Berg runtergefallen. Wer ist vom Berg runtergefallen? Wir glauben, dass du gleich so vom Berg runterspringst und genau in einer Blase landest. Nee. Das war sich am nervig. Ja, er ist da ganz oben. Ich habe noch ein Mief. Nein! Halleluja! Karte. Wo ist das nächstbeste Vieh? In der 7. Soweit müsste ich ihn noch gelockt kriegen, oder nicht? Ja, soweit solltest du ihn eigentlich ziehen können. Follow me! Nein, nicht schlagen! Lauf, Kai! Ich hab doch E gedrückt. Es ist hinter uns her! Try Nummer 2. Versuchen wir es nochmal. Ich kann nicht so vernünftig laufen, ich bin eingeseift. Ich hab vergessen, Reiniger nicht zu nehmen. Wow! No, mein Neger hat ja mal heute gar keine Lust. Aua! Ich wollte den Käfer einsammeln. Ich habe jetzt 5 Minuten gebraucht, um den Käfer einzusammeln. Ich muss hier. Ach verdammt, jetzt haut der Bischatten ab. Ist das dein Witz? Nein, leider nicht. Aber hier oben ist doch noch eine Miefnerz. Halt die mal beschäftigt, ich hole die andere. Ich habe einen geholt. Haben wir 2 Miefnerze. So, ich habe auch noch eine. Los, Kai, morgen, ja, ich wähle dich. Ich habe die Notiz. Sunny war die ganze Zeit damit beschäftigt, da oben eine Notiz zu holen. Ja. Ohne Nebenquest zu erfinden, Pflanzen sammeln. Hello there! Da kam was runter. Und genau wie ich es vorher gesagt habe, also in der Blase rein. In den Angriff von dem Vierer. Ich glaube, wir müssen Sunny echt trinken, eine neue Rüstung holen. Ja. Follow me! Jetzt haben wir beide unseren Miefnerz drin. Ich habe auch noch einen Miefnerz. Wir wollen den Mizuno auf den Bischaten hetzen. Wo ist denn der Bischaten? Ach, da unten. Ich gehe den Bischaten anlocken. Weh, der verpisst sich jetzt schon wieder. Warte, jetzt kannst du, kann Kai das zumindest sehen. Wenn ich jetzt schlitter, dann kriege ich jetzt ab sofort so einen Bonus. Wartet. Zack. Dann leuchte ich einmal rot und dann kriege ich Bonus drauf. Zieht sich der Bischaten wieder oder bleibt er? Ich habe die jetzt aufeinander sauer gemacht. Heidi hier. Prügelt euch! Mano, den wollte ich haben. Nö, ist meiner. Ich trage seine Rüstung, also muss ich ihn auch reiten. Der leichte Angriff vom Bischaten ist aber auch mega die Rotze. Muss man mal sagen. Und viele Monstern ist der leichte Angriff mega die Rotze. Nee, bei manchen kannst du ihn noch gut benutzen. Kannst du so eine Kombi aus leicht und starken machen. Aber beim Bischaten geht das sehr schwer, weil er halt so viermal ins Nichts prügelt.
springt jetzt viermal so quer durch den Raum, ohne dass er überhaupt irgendwas trifft dabei. Richtig, deswegen finde ich, bei dem ist der besonders rotze. Ab auf den Schwanz, ich hau ihn den Schwanz kaputt, ich hau ihn den Schwanz ab. Ach, du auch? Ihr auch, wolltest du sagen. Na, als ob! Millimeter über die Klinge von seinem Gesicht entfernt. Nebenbei, den kannst du kontern, den Schrei. Auch ohne Elan. Hebt den Kram noch auf! Und die grüne Blase, die heilt, das weiß ich. Das weiß ich auch. Die rote verstärkt deine Angriffskurzzeit. Eigentlich darfst du nur die weißen nicht berühren. Du solltest sie halt nur nicht doppelt berühren. Eine kannst du verkraften, aber die zweite tut dir dann, wird dann nerven. Jetzt bleib stehen, du Hannes. Johannes? Du Hannes, du, hab ich gesagt. Achso, ich hab Johannes verstanden. Wir haben zwei Hannese. Einmal das Hanni und ein... Merlin hat für mich geblockt. Merlin hat mich beschützt. Ich weiß, warum mein Hauskater meine Katze ist. Ich finde die Klauen finde ich viel zu nervig zu brechen, und dann braucht man die für einen Scheiß. Ich schlitter schon und krieg trotzdem nicht eingesammelt. Komm! Jawohl! Diese scheiß Seifenblasen! Deswegen mag ich es nicht, mit Suzume zu bekämpfen. Warte, ich komm gleich zurück. Ich habe ja zum Glück Wirkbereich. Man kann ja mal aufhören, sich immer genau beim letzten Schlag zu verziehen. Ich will meine dritte Elan-Stufe haben. Aber das ist doch normal. Ich würde mich auch verziehen, wenn ich dich sehe. Halt's Maul. Der hat doch gar nicht in die Richtung geguckt. Hat er auch nicht. Und ich hab nicht getroffen, weil der nach einem Meter nach vorne gekommen ist. Help, 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 aua. Help. Oh nein, oh. Nein, 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 nein. Lass mich in Frieden. Verzieh dich. Danke. Egal, was ich an der Heilung mache, es trifft dich auch, also. Aber ich müsste mit dem Reiniger gucken, ob das halt geht. Beim Reiniger weiß ich das noch nicht, ob ich erst noch die dritte Stufe brauche. Mein Glück, dass ich Lebensstaub mit hab. Ich habe Lebensstaub und Lebenspulver dabei, einfach weil man sich hier leicht herstellen kann. Ich habe das dutzendweise von der... Von dem ich krieg einen Strahl ab! Und mich interessiert... ich krieg den zweiten ab. Verdammt, ich dachte, der erste Strahl hat mich verfehlt, aber ich hab gedacht, der zweite trifft mich nicht mehr. Sven hat übrigens heute noch ein Trauma vor dem Vieh, ne? Warum? Also der Junge von Akadari. Weil wir den so um die 50 Mal bekämpft haben und er ihn bei uns immer, genau genommen den Sven immer, genau vom Ende nochmal gekillt hat und dann die Quest vorbei war. Das war während der Demo. Da habe ich ihn halt überredet bekommen, das mit mir anzuspielen. Und dann halt immer genau vom Ende verreckt er genau dreimal. Also ich auch einmal, weil in der Demo hattest du überhaupt keine gute Rüstung. Nicht mal ansatzweise. Immer ein bisschen, in der Demo warst du immer irgendwie ein bisschen gehandicapt. Richtig. Da hattest du die absoluten Scheißwaffen mit beschissener Rüstung. Also du konntest beides überhaupt nicht gebrauchen. Ja, komm her, hau dich kaputt. Aua, er hat mir in der Luft eine geklebt. Was ist für ein Effekt, den ich gerade benutzt habe? Felfine? Felvine? Felvine, dann wird die Katze ein bisschen stärker. Ah, und macht ihre Fähigkeit noch ein bisschen öfter. Ich habe das bis jetzt gerade gar nicht eingesetzt. Ja, auch nicht, ja. Aber war eine gute Idee. Nee, ich sehe das gerade nur in meiner Leiste, weil sonst habe ich immer auch das Aufsteigen drin, weil ich den Hund dabei habe. Und jetzt hatte ich halt das, was ich sonst nie habe.
Also es lohnt sich immer, das auf die Katze drauf zu ballern. Aber das hält halt nicht so extrem lang. Nix da. Oh doch, es hält, es hält einige Zeit auf jeden Fall. Aua. Mann, das Team bewegt sich zu viel. Oh, Angriffsboost! Angriffsboost! Danke. Mit der Angriffsboost-Blatt hätte Hagenhoff leider nicht erwischt. Ich bekomme Angriffsboost über mein Polier, über die Ketten, über die komischen Käfer, über die Irrnitze bekomme ich so viele Angriffsboost. Ja. Weil ich natürlich auch die super. Hättest du das ein bisschen früher machen können? Eine Sekunde früher, dann hättest du mich nicht getroffen. Nee, wäre ja auch sonst viel Spaß nicht wert gewesen. Komm, nein! Eine Sekunde früher! Schon wieder! Jetzt reicht mir mit dir! Ich hab hier mal Fallenkäfer hingelegt. Sowohl meine Katze auch und ich haben dieselbe Idee gehabt. Fallen setzen. Okay, damit das Vieh nicht mehr so bewegungsfreundlich ist. So, jetzt hast du keine andere Wahl, als stehen zu bleiben. Haut ihm auf die Klauen. Haut ihm auf die Krallen. Die müssen auch noch brechen. Die sind aber super zäh. Wieso kann ich meine. Achso, ich kann auf eine Abkürzung drauf. Nevermind. Material nehme ich. Die Träne. Schuppe. Check! In meine Falle direkt rein! Und ich bin rutschig! Warte, jetzt sehe ich sie, Reiniger! Galt offenbar auch für euch, weil ich habe bei euch auch so ein bisschen Staub gesehen. Also wenn ich Reiniger nutze, gilt das für alle. Das ist schön. Dann habe ich demnächst einfach gar nichts mehr in der Tasche und du darfst uns alle heilen. Nee, so funktioniert das Leben nicht. Ja doch. Und dann muss Shining noch Jagdhorn spielen. Der ultimative Supporter. Das könnt ihr knicken. Dann macht er den, Ich habe jetzt hier übrigens die ultimative Schärfezone gebastelt, ne? So eine Schnecke hingesetzt, zusammen mit Fallenkäfer drumherum. Also wer sich schwätzen will, da ist ein perfekter Bereich dafür. Habe ich gerade gemacht. Ich hatte auch noch ein paar Fallenkäfer mit. Ich weiß ja nicht, wo ich sie eingesammelt habe, aber ich hatte noch welche. Sani, ich kann ihn nicht die ganze Zeit halten. Irgendwann geben wir auch die Ich glaube, ich habe ihm gerade eine Klaue gebrochen. Nee, die sind beide noch intakt. Aber irgendwas habe ich ihm gebrochen. Die Klaue war oder nicht, sei mal dahingestellt. Hier ist noch mal so ein Bereich. Ja, und durch diese durch die Heilfrucht. Eine von den Katzen. Ich glaube, das ist Sunnys Katze. Meine, ja. Hast du eine und was für eine Katze hast du? So eine Heilerkatze oder eine Unterstützer? Ja. Meine ist auf Heal ausgelegt. Meine erste war auch auf Heal ausgelegt und die konnte das auch. Ich habe jetzt eine Sammelkatze drin. Ja, ich bin ja einer, der die Viecher gerne fängt für die Material, deswegen habe ich eine Unterstützerkatze genommen. Ich sehe schon das Meme, der Mizune ein Erzfeld, weil der es geschafft hat, in 3 Videos aufzutauchen. Mann! Der dreht sich immer genau um mich herum. Millimeter genau. Aber jetzt reicht's mir mit dir. Schockfalle. Der wird ja auch in den Randalen noch häufiger begegnen, weil es den auch als Apex-Version gibt. So. Oh Gott. Das hast du davon. Nur einer kriegt ein Like. Nö. Nee. Toll. Was? Warum den ich nicht? Muss ich die ganze Zeit heilen. Ich kann mich auch selber heilen, so ist es nicht. Wann war denn der Agnosum da? Den habe ich gar nicht mitbekommen. Was? Wo ist der denn? Der ist auch irgendwo auf der Karte. Aber er hat sich nie so wirklich gezeigt. Nee, nicht wirklich.